erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und du hast vielleicht im Titel schon das Thema gesehen. Und zwar gibt es heute von mir einen offenen Real Talk zu den immer mal wieder ausbleibenden Videos. Mal kürzer, mal länger. Und ich möchte euch einfach erklären, worum es geht. Ihr könnt das Ganze jetzt als Entspannungsvideo natürlich wunderbar nehmen. Einfach mit ein wenig flüstern. Ihr könnt mir aber auch heute mal ein wenig intensiver vielleicht zuhören. Vielleicht könnte es den einen oder anderen interessieren. By the way, im nächsten Video, heißt in 2 Tagen, wird es auch eine Ankündigung geben zu einem lokalen, bald stattfindenden Zeitraum. Ich denke mal, die meisten wissen, was ich meine. Schreibt mir eure Vermutung gerne unten rein. Ich bin gespannt. Gut, also, warum bleiben die Videos immer wieder mal aus? Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie keinen Bock auf ASMR hätte. Ganz im Gegenteil. Es liegt an dem wohl größten Gut, was ein Mensch haben kann. Und das ist Zeit. Der ein oder andere, der mein Instagram-Profil gesehen hat und mich da auch schon drauf angeschrieben hat, wird in meiner Bio lesen, dass ich den Studiengang gewechselt habe. Ich hatte vorher den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik. Den habe ich verlassen und bin zu einem ähnlichen Studiengang mit anderer Ausrichtung gegangen, und zwar dem Fach Wirtschaftswissenschaften. Wer den Unterschied jetzt nicht kennt, was ja kein Thema ist, bedeutet, Wirtschaftsingenieurwesen hat im Prinzip die Fachkompetenz Wirtschaft und die Fachkompetenz Elektrotechnik zu 60-40 für Elektrotechnik. Der Punkt bei mir ist allerdings, dass mich dieser Elektrotechnik-Teil unnormal genervt hat. Ich darin einfach nicht gut bin und darin auch für meine Zukunft keinen Sinn gesehen habe. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich möchte gerne in die Bereiche Unternehmensgründung, Unternehmensberatung, sowas gehen. Klar ist Elektrotechnik da jetzt nicht verkehrt, aber ich würde behaupten, ein rein wirtschaftliches Studium macht da mit einem besseren Notendurchschnitt mehr Sinn. Gut, dann habe ich das Studium also gewechselt zum Fach Wirtschaftswissenschaften. Das ist im Prinzip 100% Wirtschaft. BWL, VWL, Recht, Statistik, alles, was das Wirtschaftsherz so begehrt. Gut. Und das habe ich ungefähr vor 2 Monaten getan. Und mein Ziel war es natürlich, wunderbar in das neue Semester zu starten. Und da natürlich jetzt ein paar Leistungspunkte verloren gegangen sind. Ich konnte natürlich das meiste übernehmen, aber ein bisschen was ist verloren gegangen. Wollte ich Gas geben, um auch gute Noten zu erhalten. Und dort war eben der Punkt, dass YouTube ein wenig hinten angestanden hat. So hart es auch klingt, aber es ist nun mal so. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Und dieser Zustand ist damit jetzt auch vorbei. Denn ich muss am Anfang für mich eine Struktur reinbekommen, was Nacharbeiten anderer Sachen jetzt angeht. Und ich musste viel Bürokratiekram erledigen, Mappe anlegen lassen, mich darum kümmern, die Leistungspunkte zu bekommen, hier und dort und tralala. Und wer mal beim Amt war, der kann sich vorstellen, dass ein Prüfungsamt nicht viel besser ist, ganz im Ernst. Das ist genau das Gleiche. Hin und her laufen und dann haben die doch mal zu. Und hier ist mal was und da ist mal was. Und so
So kam es dann eben, dass ich viel, viel Zeit mit den Uni-Sachen verbracht habe und viel, 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 viel zu wenig Zeit mit YouTube. Aber, und das sage ich hiermit jetzt, die Zeit ist vorbei. Denn mittlerweile bin ich in einem Fahrgewässer, was echt gut ist, was echt entspannt ist. Ich tue nach wie vor extrem viel für die Uni. Aber ich habe mittlerweile so einen Zeitplan und auch To-Do-Management mit Zielen etc., dass ich einfach wieder mit YouTube anfangen kann, aktiv wirklich regelmäßig die Videos zu bringen. Was mir dabei als vielleicht kleinen Tipp für alle, die auch mal das Problem haben, zu sagen, mir geht die Zeit verlöten. Ich habe einen Trick gefunden. Oder es ist kein Trick, es ist einfach nur ein einfaches Beispiel, wie man sich helfen kann. Ich habe mir ein Buch genommen und schreibe hier jeden Tag eine To-Do-Liste, einen halbwegs genauen Zeitplan und meine Ziele auf. Dazu kommt jeden Abend, dass ich mir aufschreibe, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Den Plan mache ich am Vorabend des nächsten Tages. Und das alleine hat mir unheimlich geholfen. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Plant euren Tag ein wenig, setzt euch Ziele, macht euch Aufgaben, was möchte ich erreichen, damit du morgens schlechter bist, als du abends wieder ins Bett gehst. Es muss ein Wachstum sein. Und das habe ich lange Zeit nicht gemacht und seitdem ich das mache, läuft es wunderbar. Und ich habe das Gefühl, dass ich meine Ziele, die relativ hoch sind, über die spreche ich mal in einem separaten Video, machbar sind. Und das ist das Schöne. Und das motiviert mich persönlich natürlich nochmal weiterzumachen, auch was das Thema YouTube angeht. Und hier bin ich. Und auch für die Leute, die vielleicht auch mal überlegt haben, den Studiengang zu wechseln. Ganz im Ernst, ihr müsst diesen Job, den ihr daraus bekommen könnt, euer Leben lang machen. Jetzt habt ihr noch die Chance zu wechseln. Denn ich kann euch versprechen, es macht viel, viel, viel mehr Laune, in dem Studiengang zu sein, in dem ihr wirklich rein wollt. Das merke ich jetzt. Ich werde einige Klausuren schreiben im Februar und März, aber ich freue mich sehr darauf, ohne Spaß. Ich habe halt jetzt zum Beispiel Fächer wie Wirtschaftsprivatrecht, öffentliches Recht, VWL 3 Wirtschaftspolitik, Statistik 2, Produktion und Logistikmanagement, Marketing, Gründungs- und Entrepreneurship, Wirtschaftsinformatik und. Das sind alles Fächer, die ich jetzt oder später halt mache. Und das ist geil. Mir macht's Laune. Und genau so sollte es ja auch sein. Was heißt das jetzt aber für euch, also für YouTube und so weiter? Eigentlich etwas ganz Leichtes und sehr, sehr Schönes. Und zwar, hallo, da bin ich. Und jetzt, wenn keine Videos mehr ausfallen, Halleluja, ich freue mich. Denn ich habe Bock, ich habe neue Ideen gesammelt, ich habe neue Ziele, was YouTube angeht und. Und ich habe eine Menge Motivation, euch geile Videos zu bringen, die euch entspannen werden. Natürlich wird es auch mal wieder den ein oder anderen Livestream geben. Ob jetzt Gaming ASMR, ob jetzt Entspannung wirklich rein im Vordergrund steht oder was auch immer. Das schauen wir spontan und machen wir ein wenig von meiner und eurer Gefühlslage abhängig. Wann der nächste Stream kommt, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Ich verspreche aber baldige Infos. Wie gesagt, nächstes Video gibt es ein ganz großes Ankündigungs-
Ich wollte gerade sagen Video, aber es ist nicht wirklich Video, es ist ein Part. Gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr weiterhin Bock habt auf Videos, dass ich euch das Ganze ein wenig erklären konnte. Zeit ist nun mal das wichtigste Gut, was wir haben. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, plant die Zeit, nutzt die Zeit und nutzt sie vor allen Dingen produktiv. Und wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann, dann schreibt mir immer gerne auf Instagram, Facebook oder Snapchat oder auch hier in den YouTube-Kommentaren. Ich bin gerne ein Ansprechpartner für euch, egal in welcher Hinsicht. Gibt's noch etwas zu sagen, außer dass ich mich sehr, sehr freue, wieder neue Videos zu machen? Ich glaube nicht. Und in dem Sinne würde ich auch mal sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat das Video ein wenig gefallen. Es ist halt ein etwas anderes Video. Also im Prinzip ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Nur, ich fand es blöd, einfach zu sagen, hey, ich mach weiter und lasst euch da im Regen stehen und sag euch nicht, wieso macht der jetzt weiter? Wieso hat der vorher keine Videos gemacht? Und. Da fand ich es besser, jetzt mal dieses Video hier für euch aufzunehmen und euch ein wenig über meine Gefühlslage aufzuklären. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wollte gerade irgendeinen Spruch bringen, aber den lasse ich jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.